Ja, einen wunderschönen guten Abend an alle, an die zahlreichen Webinarteilnehmer. Mein Name ist Wolfgang Dender und ich heiße Sie im Namen von FX Flat recht herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar mit Carsten Berger zum Thema Indexanalyse nach der Perlentaucher-Methode und das unter Zuhilfenahme des Agena-Traders. Bevor es losgeht, jedoch zwei, drei Bemerkungen zu den Risikohinweisen. Bitte, das Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Sie treffen Ihre eigenen Handelsentscheidungen und bitte verstehen Sie das Webinar nicht als Handelsempfehlung. Die Meinung des Referenten muss nicht der von FX Flat entsprechen. Carsten, du bist soweit am Start? Ja, Wolfgang, auf jeden Fall. Ja, dann werde ich dir jetzt im Bildschirm übertragen und dann kannst du loslegen. So machen wir das. Wenn zwischendurch Fragen sind, ich bleibe dran. Ne? Alles, was zu FX Flat. Ich habe mir die rausgeholt, dass ich die auch lesen kann. Also wenn FX Flat ist, dann rufe ich dich. Alles klar, okay. Dann viel Spaß. Dankeschön. So, Bildschirm übertragen. Bildschirm auswählen. Nehmen wir erstmal den, damit wir die Einleitung finden. Also, liebe Zuhörer, auch von Zuseher, Zuschauer, auch von meiner Seite aus einen schönen guten Abend. Der letzte heiße Sommertag vielleicht in diesem Jahr und trotzdem seid ihr hier beim Webinar. Danke dafür. Heute geht es dann um die Perlentaucher-Methode. Warum Perlentaucher-Methode, werde ich kurz anreißen. Da schauen wir natürlich immer zum Anfang auf die Indizes, weil die geben uns ja im Endeffekt vor, wie wir uns zu orientieren haben und geben uns sehr, sehr viele Anhaltspunkte für unser Depot, wie wir uns da verhalten müssen, von dem Risikomanagement oder auch vom Timing her. So. Risikohinweis hatten wir ja eben schon gemacht, hat der Wolfgang schon übernommen. Ich wiederhole bloß mal, dass das hier von mir aus keine Handelsempfehlung ist, sondern einen schulischen Zwecken dient und natürlich sind Finanzgeschäfte immer mit Risiken verbunden. Deshalb immer hinterfragen, was ich sage und machen Sie sich bitte oder macht ihr euch bitte eure eigene Meinung dazu. Was erwartet euch in diesem Webinar? Was ist die Perlentaucherstrategie? Ist klar, kurz darauf eingehen, damit man das überhaupt versteht. Es geht ja nicht ums Tauchen. Der Name kommt im Endeffekt von einem Freund von mir, der im Endeffekt sagt, du schaffst immer irgendwie sehr gut, die Perlen rauszufischen von den Aktien. Und der meinte, es ist so ähnlich, wie als wenn ein Taucher nach Perlen taucht. Deshalb der Name. Die Indizes im Blick, klar schauen wir uns die Indizes aus, sage ich mal, intensiv an. Bei mir heißt das Marktklima, damit man so eine Tendenz bekommt, wo sich gerade, sage ich mal, das Geld hinbewegt und wo das Geld im Moment rausfließt. Und natürlich könnt ihr eure Aktien in die Frage hineinstellen oder in den Chat hineinstellen. Dann werfe ich auch mal einen Blick drauf auf die aktuelle Situation und gebe natürlich gerne meinen Kommentar dazu. Mit wem sprecht ihr? Das bin ich, Carsten Berger, 52 Jahre alt, von Beruf Diplom-Verwaltungswirt, lebe in Rangsdorf, 10 Kilometer südlich von Berlin, bin aber, hört man sicherlich, gebürtiger Berliner und bin damals im ehemaligen Westteil geboren. Ich war also gefangen in der Mauer und darf jetzt die Freiheit genießen. Habe mich schon relativ früh, sage ich mal, für Wertpapiere interessiert. 1987 habe ich schon begonnen, in Fonds zu investieren. Und habe das bis jetzt noch weiter durchgezogen. Das heißt, wer wirklich ganz einfach langfristig Zeit hat, noch jung ist, der ist natürlich klar im Vorteil zu jemandem, der schon über 50, 60 ist. Aber wenn man wenn man das Geld übrig hat, etwas langfristig zu sparen, in ETF-Fonds am besten, dann kann man da langfristig gar nicht mehr so viel falsch machen, wenn man auf Länder-ETFs setzt. 1994 kam das Aktientrading dazu, also ein bisschen aktiver, sagen wir mal, auch die neue Marktzeit war da auf jeden Fall mit bei. Da habe ich Geld gewonnen, aber ich habe auch sehr viel Geld verloren. Im Endeffekt war es nachher mehr Geld, das ich gewonnen habe, als ich verloren habe. Das war sehr wichtig, aber da habe ich auch sehr viele Erfahrungen gesammelt. 2013 habe ich die Software Agena Trader gefunden.
die mir Arbeit abnimmt, die aber kein eigenständig laufendes System ist im Endeffekt, das dann verspricht, dass ich damit Gewinne mache. So ist es nicht. Man muss schon seinen eigenen Kopf weiter damit anstrengen, kann aber dem Agina Trader, sag ich mal, viele Dinge sagen, die er dann automatisiert macht und mir dann halt die Vorauswahl für die Aktien wesentlich vereinfacht. 2013 war ich dann auch der Coach für diese Software, habe auch bei vielen Projekten mitgearbeitet, bei bestimmten Add-ons, mit Mario Lüdemann zusammen, mit Oliver Najjar, habe ich da zusammengearbeitet, aber auch mit dem Agina Trader Team. 2015, 2019 war es dann Perlentaucher-Strategie. Durch das Coaching haben halt natürlich viele Coaching-Kunden, die meine Software gesehen haben, meinen Handelsplatz auch gesehen und sagen, ey, was hast denn du da? Willst du mir das nicht mal beibringen? Da habe ich gesagt, na okay, kann ich ja machen und seitdem tue ich das. Wer das sucht, was ich hier zeige, der wird es in keinem Shop finden, also nicht im Agina Trader Add-on Shop, weil ich nur 2 Leute pro Monat aufnehme in meine Gruppe und auch nur 2 Leute coache hinsichtlich dieser Software. Also letztendlich möchte ich keinen Massenmarkt bedienen, sondern ich möchte eine Qualität in der Gruppe haben und nicht hier 100 Add-ons verkaufen oder so. Das ist nicht meine Strategie. Exklusives Angebot habe ich natürlich auch mitgebracht. Ihr könnt gerne, wenn ihr den Agina Trader benutzen wollt, ihr werdet natürlich bei mir die Vollversion sehen. Bei mir steht Agina Trader Universe. Das ist also die, die eigentlich alles kann. Im Endeffekt ist es so ähnlich wie die Andromeda-Version, also wo man daraus auch handeln kann und so weiter. Die benutze ich. Dann kann ich euch natürlich coachen. Bin dann bei der Installation dabei, einen Funktioncheck zu machen. Das ist alles damit bei. Natürlich habt ihr einen direkten Service zu mir, nämlich per Skype-Verbindung. Und wenn ihr bei Agina Trader die Installation von dem Team da machen lassen wollt, müsstet ihr dafür 75 Euro bezahlen. Das würdet ihr natürlich sparen. Wenn ihr den Agina Trader über meinen Affiliate-Link kauft oder halt, sage ich mal, ein Konto eröffnet bei FX Flat, entweder bei mit der TWS, wo man auch Aktien handeln kann, oder die CFDs direkt bei FX Flat handelt mit dem MT4 oder demnächst auch mit dem MT5-Anschluss. Zusätzlich bekommt ihr natürlich auch noch eine gratis Coaching-Stunde von mir. Die könnt ihr nutzen, wie ihr wollt, entweder plattformgebunden oder halt zu meiner Perlentaucher-Strategie oder allgemein zum Thema Aktien. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und zwar bei mir auf dem entsprechenden Link habt ihr die Möglichkeiten, bei mir auf der Homepage entweder FX Flat hier anzuklicken. Dann bekommt ihr unweigerlich zu der Kontoeröffnung. Oder ihr wollt den Agina Trader kaufen, dann könnt ihr es über diesen Link machen, indem ihr auf dieses Icon klickt. Dafür kriege ich natürlich eine Affiliate-Zahlung und erbringe dann dafür die versprochenen Leistungen. Das Ganze findet ihr im Endeffekt bei tradercoach.de unter Leistungen, dann bei Services und dann könnt ihr auf die entsprechende Seite. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mich doch einfach direkt an. Und zwar an cb@tradercoach.de, gar kein Problem. Entweder zur Plattform oder zu meiner Strategie könnt ihr gerne die Fragen zusenden. Ich beantworte das alles, alle E-Mails werden immer von mir beantwortet, kann ein bisschen dauern, aber ich nehme mir auch gerne die entsprechende Zeit, dazu Stellung zu nehmen. Okay, und schon fangen wir an. Ich hole den Agina Trader mal auf diese Seite rüber. Da kommt er schon, nicht erschrecken, wer den noch nicht kennt. Sieht vielleicht ein bisschen verwirrend aus, ist halt nicht die FX Flat Plattform, aber den Agina Trader kann man halt an das FX Flat Programm anbinden. Wie gesagt, FX Flat hat 2 Möglichkeiten mittlerweile. Vorher war es nur eine, da konnte man die CFDs direkt, sage ich mal, in dem Agina Trader handeln, indem man die Plattform vom Agina Trader mit dem MetaTrader andockt im Endeffekt. Ja. MetaTrader starten, andocken. Und dann konnte man hier den Agina Trader, der natürlich viel mehr Funktionalitäten hat als der MetaTrader, nutzen. Jetzt ist es so, dass Agina, dass der FX Flat ja auch den Handel anbietet über IB, also Interactive Brokers mit sehr günstigen Konditionen, wo man dann auch Aktien handeln kann, Futures handeln kann, Optionen, also das ganze Vielfalt. Und die vermitteln halt, sage ich mal, den Kontakt zu diesem anderen Broker letztendlich mit super
tollen Kondition. Das ist eine Neuigkeit und das finde ich halt sehr gut, dass wir das machen, weil mein Tool auch auf dieser Basis beruht. Also das, was ihr seht, sind nicht die CFDs, sondern das sind vollwertige Aktien, die hier angesprochen werden, ETFs oder Futures. Ja. So, jetzt kommen wir schon zur Strategie. Und zwar habe ich ja zu Anfang gesagt, was ist die Perlenstrauß-Strategie? Letztendlich fangen wir ja immer mit dem Aktienindex an. Ja, es gibt verschiedene Indizes, die halt, sage ich mal, eine klare Vorrang haben vor, sage ich mal, anderen. Und das ist natürlich, der eine Markt ist Deutschland für mich und der andere Markt ist USA. Also wenn ich Aktien handle, handle ich deutsche Aktien oder amerikanische Aktien. Wovon ist das abhängig, ob ich den einen Markt handle oder den anderen? Wer kann sich das denken? Natürlich. Es ist davon abhängig, welcher Indexbereich oder welche Indizes gerade besser performen zum Beispiel. Ja, Performance-Unterschied. Welcher Index performt besser als der andere? Das kann ich feststellen. Ich habe eine Ranking-Zahl, die seht ihr hier, das nenne ich Trenddynamik. Damit kann ich den ersten Anhalt feststellen und dann kriege ich in der zweiten Reihe angezeigt, welche Indizes besser performen als eine Benchmark zum Beispiel. Mal einen Vergleich Benchmark zum Index, den ich gerne handeln möchte. Das heißt, wenn ich wieder drauf schaue und sage mir, okay, wo will ich überhaupt meinen Handel starten nach meiner Strategie, dann beschäftige ich mich im Endeffekt gerade mit dem Silber, mit dem Vola ETF, wenn es sein muss, mit dem Dow, mit der Nasdaq, der DAX ist schon weiter abgefallen. Das sind so im Endeffekt die Indizes, mit denen ich mich gerade beschäftigen könnte. Wenn ich mir den Tech-DAX anschaue, dann fällt das halt weiter nach unten, wie man sieht von der Kennzahl. Das ist noch okay, aber spielt schon in einer ganz anderen Liga. Also habe ich hier im Screening schon mal eine Einschränkung dessen, was mich eigentlich als Händler interessieren sollte. Sage ich mir, okay, ich handle die Nasdaq-Index, die entsprechenden Aktien daraus, Nasdaq 100 oder Technologiewerte. Genauso könnten die ganz normalen industriellen Werte, die im Dow sind, in den Blickpunkt geraten, weil sie halt besser performen als die Benchmark. In dem Fall ist die Benchmark der Welt-ETF für mich und kann ich halt sehen, okay, ab hier sind alle anderen eigentlich wesentlich schlechter als die Benchmark. Das sind also Komma-Werte, die da abgefragt werden. Rot sind die, die im Endeffekt schlechter performen im Moment. Also wenn ich eher Short gehen möchte, würde ich mir eher welche aus dem Sektor anschauen als hier oben. Okay, dann wäre das der erste Schritt. Wir schauen uns halt dann die entsprechenden Indizes an. Im zweiten Schritt, wenn ich hier feststelle, das ist Amerika oder das wäre Deutschland, dann würde ich halt den entsprechenden Screener auswählen. Das wäre hier Screener für europäische Werte oder den Screener für US-amerikanische Werte. Ja. Im Vorfeld kann ich natürlich die Sachen noch besser spezifizieren, indem ich halt dann auf die entsprechenden Sektoren schaue. Schaue ich mir die US-Sektoren an, so kann ich auch hier feststellen, wo immer gerade die Musik spielt und wo im Moment gerade nicht so viel passiert. Ja. Auch hier wieder, das sind die Outperformer, zum Beispiel Transportation, Home Construction, Consumer Goods sind dann die Indizes, die im Moment Branchen-ETFs, die im Moment gut performen. Natürlich könnte ich dann daraus auch entsprechende Aktien mir heraussuchen, die gleiche Gegebenheiten haben wie der ETF oder diese Branche. Ja, also über den Index zur Branche, zur Einzelaktie. Oder weitere Möglichkeit, über den Index die entsprechenden Aktien aus dem Index nehmen und schauen, welche Aktien sind dann halt dann auch dieser entsprechenden Branche zugeordnet. Also man kann halt verifizieren, welches Signal ich erhalte und dann sagen, okay, wenn das Signal aber aus einer Aktie ist, die hier unten ist, aus dem Energiebereich oder Insurance-Bereich, also Versicherung, dann wäre das jetzt nicht gerade so ein präferierter Markt, den ich jetzt handeln müsste. Okay, dann zurück zum Marktklima. Silber steht ganz oben, das ist auch nichts Neues. Die Leute, die hier beim Webinar dabei sind, wissen, dass wir schon relativ früh darauf hingewiesen habe. Es war zu dieser Zeit, da habe ich gesagt, okay, man muss sich Silber relativ anschauen.
und dann entsprechende Silberaktien handeln. Jetzt haben wir dieses Riesenpreisniveau, diesen Preissprung gemacht. Im Moment ist es so, dass der Markt sehr in der Range läuft, logischerweise. Ich spreche da immer von Volumenhochs und Volumentiefs. Hier ist ein Tief mit einem sehr hohen Volumen. Das ist auch Teil dieser Strategie. Und wir haben hier ein sogenanntes Down Gap, was hier tierisch auf den Preis drückt. Das zieht sich bis hier durch und der Kurs reagiert immer in diesen Down Gap. Ja, und das alles zu einem entsprechenden hohen Volumen. Das heißt, hier liegen gewisse Orders. Manche sind halt da drin und nehmen dieses Preisniveau da oben, um den Markt abzugeben. Und die hier unten sind sie halt eher bereit, den Markt wieder aufzunehmen zu diesem Preisniveau. Danach schaue ich. Deshalb würde ich im Moment Silber jetzt nicht anfassen, ja, weil Silber ist im Moment im Seitwärtsmarkt. Das sieht ja nun jeder. Die entsprechenden Widerstände, die man hier hat, werden hier rot angezeigt, beziehungsweise Unterstützungslevel, die ich hier habe. In dem Fall habe ich hier noch zwei Widerstände drüber. Das wäre jetzt nicht so schlimm. Aber in dem Fall möchte ich bei Silber Folgendes sehen. Ich möchte einen Ausbruch sehen. Wenn ich kann und die Zeit habe, kann ich auch diesen Ausbruch handeln. Bei Ausbrüchen muss ich aber mal sagen, brauche ich eine zeitliche Nähe und eine wirklich zeitliche Nähe zum Markt, denn Ausbruch ist oft mit Fake-Signalen verbunden. Ja. Hier war auch ein Fake, dann ging der Markt erstmal runter, hat hoch eröffnet und ging runter und läuft seitwärts seitdem. Also ich bin kein Ausbruchshändler, dann braucht man eine zeitliche Nähe und muss vielleicht vom Zeitmanagement her etwas kürzer treten, sei es auf Stunde oder so, wenn man Zeit hat dafür. Deshalb mag ich es eher, wenn der Markt ausbricht, wieder zurückkommt, gewisse Stärke zeigt und dann ist es hier das Niveau, wo ich dann wieder einsteigen würde. Ja? Das zum Silbermarkt. Wohler-ETF möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, ist ja ein spezielles Thema. Wer sich da nicht auskennt, der bildet im Endeffekt die Volatilität ab und läuft genau in einer reversen Situation. Das heißt, wenn die Vola steigt, dann fällt der ETF und wenn die Vola fällt, dann steigt der ETF. Kann man auch so handeln. Zum Chart sieht das dann so aus letztendlich, wo die Nasdaq insoweit gefallen ist. Gestiegen ist oder gefallen und der steigt in dem Fall, indem wenn die Nasdaq im Endeffekt die Vola wieder abbaut und auch steigt, dann bei steigenden Kursen wird die Vola im Endeffekt dann abgebaut. Schauen wir uns den Dow mal an. Da haben wir den ersten Index. Und schiebe hier mal ein bisschen zusammen, dass wir ein bisschen die Historie sehen. Dann können wir mal sehen, wo wir schon hingelaufen sind. Hier ging der große Corona-Satz los. Bei extrem hohen Volumen wurde der ganze Markt hier richtig krass abverkauft. Und keiner hat geglaubt, ich auch nicht, ich wusste es auch nicht, konnte Corona auch nicht einschätzen, dass der Markt sich dann relativ schnell wieder erholt. Und jetzt stehen wir und klingeln da schon wieder an dem All-Time-High. Das muss man sich mal vorstellen, obwohl Amerika im Endeffekt noch gar nicht weiß, was mit Corona im Endeffekt da noch hinten dran hängt. So, nichtsdestotrotz müssen wir ja handeln, was wir sehen, charttechnisch gesehen, und nicht unsere verfestigte Meinung auf einen Chart legen und dann sagen, na, ich bin aber der Meinung, dass das nicht funktioniert und dann bleibe ich halt ewig short meinetwegen und der Markt steigt immer weiter. Also, man sollte dann die Gegebenheiten dann wirklich so nehmen, wie sie sind und sagen, okay, das hat nicht funktioniert, wenn ich jetzt short bin. Ich muss meinen Trade schließen, also unser Kapital schützen. So, und was ist jetzt an dem Dow Jones so ganz interessant? Wenn ich jetzt da rein möchte, heute Abend ist ja sowieso die Fed-Sitzung noch um 20 Uhr. Deswegen ist der Markt sowieso relativ range-mäßig unterwegs. Wir bewegen uns ja hier in dem entsprechenden Hoch und Tiefs des Vortages, also eine Seitwärtsbewegung und von daher relativ nicht signifikant für mich. Was ist Voraussetzung dafür, dass ich einen Trade eingehe oder mir Aktien aus dem Dow Jones anschaue, nachdem ich den Index beurteile, dass ich halt relativ billig oder relativ günstig bin in den Einstiegen. Und relativ günstig ist bei mir immer, also in dieser Range logischerweise, oder am unteren Bollinger Band. Das ist immer relativ günstig. Kaufe ich hier oben am Bollinger Band, bin ich in der Regel immer relativ teuer.
Klar steigen die Kurse auch dann weiter, aber ich habe keine Glaskugel, weiß ich nicht, bewerte Risiken. Und wenn ich hier oben einsteige, steigt natürlich nach einer gewissen Tagesanzahl, in der Regel sind es 4, dann mein Risiko, dass der Trade halt, sage ich mal, in eine Seitwärtsphase geht oder sogar in eine Preiskorrektur, so wie hier, die etwas teurer wird für mein Depot. Deswegen muss ich mir immer die Gedanken machen, okay, wie sieht das dann relativ aus? Ne? Jetzt sind wir, das ist richtig relativ günstig, ne, weil wir jetzt ja am 20er Durchschnitt sind im Bollinger Band. Das ist die ganz normale Einstellung, 20 Tage, zweifache Standardabweichung. Und der Kurs befindet sich im Bereich des 20er Durchschnitts. Das heißt, das ist der Preis, der in den letzten 20 Tagen eigentlich so akzeptiert wurde. Auch ein gutes Niveau, sollte der Kurs hier drüber ausbrechen, besteht noch immer der Anreiz, dass die Kurse im Endeffekt bis zum oberen Bollinger Band laufen. Und ihr seht, darüber hinaus liegt hier auch noch eine blaue gestrichelte Linie und noch ein Wochenwiderstand. Ja, bei mir ist der Wochenwiderstand und zwar ist es All-Time-High. Möchte ich das jetzt handeln, genau wie beim Silber, ist es dann der kurzfristige Anstieg, der kommen sollte, über 2, 3, 4 Tage vielleicht. Und das muss ich dann im Endeffekt im Stundenchart handeln, wenn ich das möchte, in der entsprechenden Nähe der zeitlichen. Oder aber, ich sage, wenn die Aktien etwas besser aussehen, müsste ich innerhalb von 3 bis 4 Tagen mein Ziel erreichen. Ich müsste Aktien hier verkaufen. Das ist Teil meiner Strategie. Ich arbeite mit Teilverkäufen und weniger mit dem Stop hinnachziehen. Und von daher muss ich schauen, ob da das Potenzial ausreichend ist. Wie viel Potenzial haben wir da? Das können wir messen im Margina Trader mit dem Ruler. Dann klicke ich darauf, fange hier an und ziehe das hoch. Das sind 3%. Ja? 3% Potenzial, bis der Markt sicherlich reagieren wird. Ja? Also es ist nicht mehr so chancenreich, als wenn ich jetzt hier eingestiegen wäre. Logischerweise sehe ich das erst im Nachgang. Aber hier hat sich der Markt bis auf diesen Punkt noch nicht so stark präsentiert. Wir sehen hier lange Dochte und dementsprechend Lunden. Das heißt, wir haben hier so eine Range, eine Seitwärtsbewegung, wo er drin läuft. Der müsste hier ausbrechen. Und dann müssen wir relativ schnell wieder den Markt, sage ich mal, verlassen oder wenigstens einen Teil wieder abgeben, weil ansonsten kommen wir eventuell wieder so in eine Korrektur hinein. Schauen wir mal, ob es einen attraktiveren Markt gibt. Ja, da haben wir die Nasdaq. So. Nasdaq ist interessant, wenn man nämlich mal schaut, wann Nasdaq immer interessant ist. Und zwar kann man hier mal drücken auf Marktklima. Dann sieht man immer, wenn es grün wird, habe ich beim Marktklima Kaufkurse. Also der Index ist kaufenswert. Wann ist der Index kaufenswert? Ich habe das in Margina Trader so eingestellt, dass ich die Vola mit hineinbeziehe. Das heißt, ich habe eine Berechnung drin. Fällt die Volatilität unter ein gewisses Niveau, dann leuchtet hier der Chart grün auf und wir befinden uns rein von der Volatilität in einem Szenario, wo ich eher long handeln würde. Und man sieht, wenn hier die Kerzen schwarz werden oder weiß, dann sind das die ursprünglichen Kerzen, dann muss ich den Markt verlassen. Hier hätte es mir nicht so viel gebracht, weil ich ja hier erst die schwarze Kerze sehe. Und hätte am nächsten Tag aber die Möglichkeit gehabt, zu diesem Niveau noch den Markt zu verlassen, bis wieder die Vola etwas fällt und sich dann hier in diesem Punkt hier noch ein bisschen stärker abzeichnet und ich eventuell wieder in den Marktpositionen aufnehmen könnte. Wesentlich risikovoller als in den vorhergehenden Situationen. Mal schauen wir mal. Wir sind hier unter dem 20er Durchschnitt. Ja, in Amerika liebt man das irgendwie mit dem 20er mehr als in Deutschland. Wenn man hier unter dem 20er ist und der läuft so ein bisschen parallel oder fängt sogar an, sich etwas abzusenken, dann tut sich der Markt hier immer etwas schwerer. Die Situation hatten wir in der letzten Zeit überhaupt noch nicht. Wir haben hier nur steigende, gleitende SMA 20 Durchschnitt und in diesem Szenario ist das schon eine Veränderung jetzt hier. Alleine schon die Volatilitätsüberschreitung hat zu diesem Signal geführt und retrograd betrachtet, schauen wir uns das mal an. Wenn wir sehen, wie das ist mit den Einstiegen. Ja. Schauen wir hier auf November 2019, da haben wir auch einen steigenden Markt. Hier gibt es immer Situationen, wo die Volatilität ansteigt und wir rauskommen, kriegen aber immer wieder bei herabgesetzter Volatilität ein Einstiegssignal. Ja. Also das ist schon hilfreich, die Volatilität zu betrachten.
Wie gesagt, ich würde den Markt erst wieder anfassen, wenn er über dem 20er jetzt ist, weil der Markt jetzt hier einfach an dieser Linie oft reagiert. Sieht man ja hier auch, aber die sich schon abflacht. Ja, von der Vola ist das in Ordnung. Die ist etwas zurückgegangen. Die Vola steigt, wenn der Markt fällt und baut sich dann wieder ab auf ein normales Niveau, wenn der Markt seitwärts läuft oder ansteigt. Daran kann man das relativ gut erkennen. Wenn ihr eine Frage habt, bitte einfach hineinschreiben. Egal, was die Fed heute letztendlich von sich gibt, der Markt wird wahrscheinlich etwas darauf reagieren. Für mich ist der Markt erstmal nicht so interessant, weil er erstmal dieses Niveau wieder erreichen muss, wo der SMA 20 im Bollinger Band wieder steigt. Ja, einfache Regel. Das sind halt etwas stärkere Märkte. Ja, weil oft sehen wir das so, wenn der Markt fällt, schauen wir mal zurück, dann haben wir hier noch einen entsprechenden Anstieg vorher. Kommt der Markt hier drunter, dann dreht der SMA 20 und dann gibt es oft eine Gegenreaktion an dieses Band dran. Und wenn der Markt jetzt hier nochmal fällt, ein Stück, dann hätten wir genau dieses Szenario. Markttechniker würden sagen, hier 1, 2, 3 und drunter, klar. Da habe ich auch Kenntnisse drüber, aber das interessiert mich nicht so sehr, weil ich eher aus dem Thema der Trenddynamik, das heißt, Trenddynamik heißt für mich im Endeffekt, die Initialbewegung muss halt sehr signifikant sein. Ja, meistens setzt sich der Chart dann in die Richtung weiter fort, indem die normale Initialdynamik begonnen hat. Und bin ein bisschen kritisch, weil das hier ist sehr dynamisch, ja, in 3 Tagen, was wir hier in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 Tagen, 16 Tagen aufgebaut haben, in 3 Tagen abgebaut. Ja, jetzt kann sich jeder beantworten, wo diese Dynamik im Endeffekt herkam. Hier war nicht mehr Stückelung gewesen, kleine Schritte nach oben, große nach unten. Spricht für eine Dynamikvorsetzung eigentlich hier lang. Ja, außer die Fed zaubert heute noch irgendwas Wundersames aus dem Hütchen. Also auch kein berauschender Markt. Ne? Nichts, wo ich jetzt sagen muss, ich muss da noch reinspringen. Deutscher Markt. Ja, auch sehr interessant. Im Übrigen sehe ich gerade, dass es nicht die Nasdaq war, sondern ist der, doch, war es doch, war es doch. Dachte, das ist jetzt der S&P 500, aber nein, ist Nasdaq. Okay, schauen wir uns mal den DAX an. Und zwar ist das in dem Fall der DAX, der normale Kassamarkt, also nicht ein Chip Future. Und ich glaube, das sieht jeder, dass wir uns hier in einer Seitwärtsphase befinden. Ne? Also ab dem Zeitpunkt hier, wenn man mal den Chart zurückzieht, man will ja nicht sagen, weiß ich ja nicht, ob es in einer Seitwärtsbewegung ist. Hier sagt man, okay, sehr dynamisch, bin in der Bewegung. Wenn ich mir das im Nachgang anschaue, dann sage ich, okay, alles klar, da stimmt ja alles noch. Ne, der Markt korrigiert, kommt wieder stärker rein, kann ich da ein paar Long-Positionen aufbauen, super. Jetzt werde ich schon etwas kritischer, weil er auf dem gleichen Niveau abprallt. Und das, was hier grün ist, ist zu dem Zeitpunkt dann noch rot. Das ist nämlich der Wochenwiderstand. Ja, Wochencharts sind wir hier unten. Und letztendlich wird man dann schon etwas kritischer und sagt, okay, der hat ja gar keine Dynamik mehr. Das ist im Endeffekt nur ein Aufnehmen und Abgeben von entsprechenden Aktien, die in diesem Index sind. Und eine richtige Dynamik entsteht gar nicht mehr. Ja, dann sehen wir, kurz laufen seitwärts, dann nach unten, prallen wieder ab und alles auf so einem gewissen Niveau, wo kaum noch was überschritten wird. Also in dem Markt möchte ich eigentlich gar nicht unterwegs sein, weil es gibt ja doch andere Märkte, die eventuell zurzeit interessanter sind. Und die Aktien darin scheinen für mich auch nicht gerade die erste Wahl. Und wenn ich mir die letzten anschaue, dann sehe ich eigentlich, hier ist gar nichts mehr los. Wir haben hier nur Dodgies. Und das spricht im Endeffekt nichts dafür, wenn man hier seine Position morgens aufmacht und ist Tageshändler. Also ich handle gerne mit Tageskerzen auf End-of-Day-Basis. Wenn der Markt geschlossen ist, kriege ich meine Signale. Dann weiß ich auch, dass ein Intraday-Händler, sag ich mal, hier oben müsste er verkaufen, um hier noch seinen Gewinn zu machen, weil der Markt schließt letztendlich immer beim Open. Ja, das ist relativ schwierig, hier Gewinne zu erzielen. Für einen Tageshändler wie mich sowieso. Für einen Intraday-Händler scheint es noch möglich zu sein, die entsprechenden Tops abzugreifen.
für mich keine Situation, wo ich rein muss. Warum muss ich, will ich jetzt auch hier nicht rein? Klar, hier oben Wochenwiderstand, zwei Hochs und immer wurde auf dem Niveau von 13.330 abverkauft. Man kann auf den Durchbruch spekulieren, aber das Risiko ist mir einfach zu groß, weil da drüber steht schon das nächste, ich glaube, das All-Time-High, der entsprechende Widerstand. Und jetzt frage ich mich immer, gehe ich hier rein und setze mich hin und suche in den DAX-Aktien in dieser Situation? Nein, da ist mir die Zeit einfach zu schade für. Wie viel Potenzial hat der DAX nach dem? Auch 3%. Ja, da sieht ja noch die Nasdaq, Nasdaq Index wesentlich besser aus von der ganzen Sache als der DAX, und zwar der Kassamarkt. Was mich interessieren würde, das ist ja noch nicht eingetreten ist, wenn das Ding im Endeffekt hier oben ausbricht, ja, dann schaue ich gerne zu oder handle diesen Ausbruch nach einer gewissen Strategie mit einer zeitlichen Nähe. Aber für den Tageshändler wäre es eher interessant, geht hoch, ja, lass mal die ersten wieder abverkaufen, er kommt wieder zurück und kauft dann sich hier in diesen Bereich ein. Ja, dann habe ich natürlich immer noch dieses All-Time-High, was mich bremsen könnte, aber die Chance sieht halt wesentlich besser aus als beim ersten Ausbruch. Wer den immer handelt, der sieht vielleicht genau hier seinen Hochkurs und ist hier unten schon wieder ausgestoppt, wenn das seine Strategie ist, mit so einem Stops zu arbeiten. Mal hier ein bisschen die Spalten sortieren. So. Monatsperformance, Wochenperformance, Daily Performance. Classic All Share. Nutze ich sehr gerne. Das sind alle gehandelten Aktien in Deutschland. Und auch hier seht ihr ganz klar die Seitwärtsbewegung. Ne? Also der Markt tickert hier schon seit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, fast 25 Tagen hier auf der Seite. Ja, also da geht gar nichts. Und hier die super Perlen rauszusuchen, ist auch nicht einfach. Und da sollte man auf jeden Fall einen Blick auf die Branchen werfen, weil die helfen einem schon weiter. Ne? Also eine Zeit lang war ja zum Beispiel eine Shop-Apotheke, HelloFresh war super. Die liefen alle super gut, alle, die von Corona profitierten. Und dann wurden die auf einmal abverkauft. Und jetzt ist die Frage, wo fließt das Geld denn jetzt hin? Was passiert eigentlich? Also es ist gar nicht so einfach, die entsprechenden Top-Performer jetzt rauszusuchen. Ne? Und ich sage mir immer, habe ich denn Lust, in diesem Szenario darauf zu hoffen, dass hier irgendwann ein Ausbruch kommt und hoffe ich hier, dann sitze ich ja hier 4 Wochen da und habe eigentlich gar nichts verdient. Außer ich habe die richtige Aktie gefunden, ja? Also ja, bei mir auch nicht immer gelingt, logischerweise. Aber da ist mir die Zeit zu schade, dann mache ich irgendwas anderes. Ich gucke auf den Index und sage, Seitwärtsrange, okay, tschüss, das war's mit der Analyse. Also ich muss mir da nicht einen abbrechen und jetzt nochmal eine Branchenanalyse machen und nochmal eine Indexanalyse und nochmal ganz tief reingehen in eine Aktienanalyse. Ja, das schauen wir uns den DAX Future an, der sieht nicht anders aus, auch seitwärts. Ja, ADAX, ja, das ist glaube ich MDAX, TechDAX und DAX zusammen, 100 Aktien ungefähr. Und auch seitwärts logischerweise. CDAX haben wir genauso, das ist gewichtet. S&P 500, da sind wir schon gar nicht mehr bei den Mega-Outperformern dabei. Der Chart sieht aber trotzdem besser aus. Ja, sieht besser aus, hat aber im Moment, im Gegensatz zu Nasdaq, gar keinen richtigen Widerstand. Ja, denn er hat sein All-Time-High vom 20. Februar ungefähr schon hier im 19. August rum überschritten. Und das ist ja, was ich sage. Mal klar, kann ich diesen Ausbruch handeln, super. Wird aber immer teurer. Und ob ich hier oben noch einsteige, nach 4, 5 Tagen, das mache ich nicht. Und jetzt wäre die Zeit zu sagen, okay, S&P 500 sieht etwas besser aus. Aber, ich sage immer, Unterschreiten des 20ers ist dann schon kritischer zu sehen. Ne? Was hier noch nicht passiert ist, dass das untere Bollinger Band unterschritten wurde, was ein weiteres Kriterium wäre, den Markt abzuverkaufen. Also bitte achtet auf dieses Level. Dieses Tief sollte auf keinen Fall unterschritten werden. Das liegt bei 3.294, also rund 3.300. Und dann hätten wir folgende Situation. 20er dreht sowieso nach unten, der Markt prallt hier ab, korrigiert. Und hält die Situation, läuft da entweder seitwärts, das weiß ich auch nicht. Aber hier in dem Bereich könnte es zu heftigen Kursreaktionen kommen. Ne? Und
dann ist es halt doch schon schwieriger, an einen abfallenden 20er-Durchschnitt darüber zu kommen. Solange der waagerecht läuft, ist es okay. Ein überschreitendes super. Dann ist das Potenzial bis zum oberen Bollinger Band erstmal da. Und dann läuft der Markt meistens erstmal seitwärts weiter. Also schwierige Situation. 3.300 auf jeden Fall im Griff, im Blick behalten. Sieht der Markt hier drunter, bin ich bereit abzuverkaufen. Und ich handle dann in dem Fall entweder einen gehebelten ETF als ja, Short, also der quasi reverse verläuft, der S&P 500 fällt und der ETF legt dann an Performance zu. Man könnte auch im Future handeln. In dem Fall handle ich lieber den ETF. Gold, auch ein schöner Wert. Markt. In dem Fall ist es der ETF Gold Trust. Da sieht man aber auch, und da habe ich mal reingezeichnet, was hier signifikant ist für mich. Und dieses rote Quadrat hier. Da haben wir zum einen hier das Hoch. Das ist ja nicht schlimm bei 1978, also Dollar. Aber wir haben hier dieses Down Gap, was hier so richtig schwer drauf lastet, immer noch auf diesen Wert. Und was hier bei der Eröffnung war. Wir haben hier einen Up Gap. Und genau in dieser Range, wenn man das mal so hoch sagt, dann verläuft der Markt jetzt drin. Und jetzt ist eure Frage an euch wieder, wo würdet ihr denn lieber kaufen? Ja, also den Ausbruch hier oben oder hier unten oder da unten. Ja, also vom Risiko, wenn ich so eine Range handeln möchte, dann reagiert der Kurs ja immer an dieser Stelle, wo das Down Gap ja, eröffnet hat, oder in dem Fall eröffnet hat. Da ist eine Reaktion zu spüren und hier im Endeffekt, wo es vom Schlusskurs den Abstand hat, ne? Denn deutlich sichtbar in den Tagesschart. Also wäre ich bereit, eher hier unten Positionen aufbauen im Gold. Das habe ich gemacht und zwar so am 8. September. Da ist noch nicht viel passiert, das weiß ich, aber letztendlich halte ich es, wenn der S&P 500 unter diese entsprechende Stelle fällt, wird das Geld sich wahrscheinlich höchstwahrscheinlich wieder in Gold flüchten. Deswegen ist Gold bei mir ziemlich weit oben, gefolgt von Silber. Ja. Weltindex ist jetzt nicht so spannend. MDAX können wir uns auch mal anschauen, für diejenigen, die da mal einen Wert drauf legen wollen. Ein Blick. Sieht auch seitwärts aus. Ja. Wochenchart hier unten sieht man ja, oh wow, da wurde das Geld von einem Wert in den anderen geschoben und einen Wert runtergeprügelt, der andere hochgejubelt. Da ist nicht viel passiert. Will ich hier rein? Nein. Also es gibt hier oben ist wahrscheinlich wieder die Abverkaufszone, will ich nicht. Auf was würde ich warten? Ja klar, ich brauche einen Ausbruch und einen Rücklauf. Ich will raus aus dieser Range. Ja, das ist jetzt einfach zu ausgelutscht, dieses Ding da. Da ist nicht viel zu holen. S-DAX. Genauso aus. Ja, da ist jetzt im Moment nicht viel zu gewinnen. Euro-US-Dollar, da sieht es ja fast genauso aus. Da muss man sehen, was die Fed macht. Russell 2000. Und zwar der Value-Bereich der Aktien, also die kleineren Aktien, die in Amerika gehandelt werden. Da sehen wir, der 200er läuft nach unten. Der Wert hat hier seine Probleme, das Maß hier deutlich zu überschreiten. Und was haben wir denn an Potenzial? Also was wollen wir dann gewinnen, wenn wir jetzt einsteigen und Angst haben, dass wir alles versäumen? Schauen wir mal hier. Oh, Entschuldigung, das war der falsche Knopf. Den müssen wir nehmen. Ruler, Messer. So, dann haben wir im Widerstand auch 3%. Das möchte ich eigentlich nicht haben. Das ist mir zu wenig. Ja. Wenn der Index da schon wieder Halt macht, ist es halt schwierig, dass eine Aktie weiterläuft. Klar können Aktien sich entkoppeln vom Index, aber ich gehe erstmal davon aus, ob ich mir das anschauen will. Weiterhin bin ich sehr kritisch. Untere Bollinger Band wurde unterschritten und wir sind jetzt hier am 20er schon wieder abgeprallt. Könnte zu einer Abwärtsbewegung führen, wieder zurück auf diese Unterstützungslevel. Und da wäre es vielleicht wieder eine interessante Position aufzubauen, weil dann hätte ich ja, wenn der Gesamtmarkt so mitmacht, Potenzial von 10%. Das ist bei mir so die Schnittmenge, wo ich sage, da habe ich Lust drauf. Bevor da irgendein Deckel bei mir drauf liegt, brauche ich so meine 10%. Wenn das im Index ist, umso besser. So, dann haben wir noch den Russell 2000. Dass es der nicht auf Value aus ist. Der sieht genauso aus letztendlich, runter unter das Bollinger Band, close unter dem Bollinger Band, am 20er, prallt er gerade so ab. Mal sehen, ob die FED was sagt, was das noch rüberbringt. Xetra Gold
habe ich eine tolle Nachricht. Xetra Gold wird nicht besteuert, habe ich jetzt gesehen. Hat dazu geführt, dass der Markt ein bisschen gestiegen ist. Ich habe Xetra Gold ins Depot geholt an diesem Punkt. Hier unten der Umkehrstab, den fand ich ganz spannend. Und ist jetzt kein Riesengewinn, logischerweise. Aber wie gesagt, ich, das ist ja auch mal ein bisschen Spekulation, sind jetzt 1,4%, das ist gar nichts. Aber ich habe nach oben hin letztendlich noch ein bisschen mehr offen und kann die Position letztendlich noch hochskalieren. Könnte sich natürlich auch die entsprechenden Goldaktien anschauen. TecDAX sieht auch nicht besser aus. Eurostox ist eigentlich der mega parallel laufende. Man sieht, wie oft der hier oben an der am Wochenwiderstand abgeprallt ist. Jetzt hier schon, da haben wir schon einen Strich zu wenig. Da nochmal. Also, was soll ich da drin? Also, da kann ich auch lieber mit meiner Freundin abends essen gehen. Öl, auch ein super Thema. Öl war ich zu einer bestimmten Zeit, habe ich gesagt, dass Öl auch nicht verkehrt ist, mal long anzugehen. Das war einmal in diesem Bereich. Dann kamen die Zahlen raus, letztendlich Öl ist gefallen. Wir haben hier einen Down Gap, dass man richtig sieht. Aber was spannend ist, und das kann ich hier im Brent zeigen, im Future, ist das hier. Und da habe ich in der Gruppe gesagt, Leute, schaut euch mal Öl an. Öl ist mega abverkauft worden. Man sieht es hier am Bollinger Band 1, 2, 3, 4, 5 Tage bei einer Megakerze bei erhöhten Volumen. Das ist schon stark jetzt hier im Vergleich zu den anderen vom Level. Und wenn Stärke in den Markt hineinkommt, dann ist es interessant, den Markt long anzugehen, eventuell Aktien zu handeln. Und das ist halt ganz gut, weil in dem Bereich hat der Markt Halt gemacht. Ja, immer wieder da, in diesen hohen Volumina ist der Markt abgeprallt und dann gestiegen. Und wie mache ich das dann, dass ich mir das anschaue? Wenn ich sage, okay, Öl wäre jetzt ein Trade wert, das ist bei mir das Perlentaucher 3 Setup. Die Leute, die bei mir in der Gruppe sind, wissen das, was da für die Voraussetzungen für sind. Und dann gehe ich einfach auf Screener US, weil ja Screener US Ölwerte sind überwiegend in Amerika zu handeln. Klicke hier auf die statischen Listen, habe dann genau hier die US-Sektoren. Und diese US-Sektoren, da kann ich mich jetzt entscheiden für Öl, Öl, Gas, Exploration oder Equipment. Ich nehme mal Equipment, dann lädt er hier die entsprechenden Aktien rein, die diesem Sektor zuzuordnen sind. Und dann kann ich mir die fein sortieren nach der entsprechenden Stärke, schaue mir die Outperformer an. Das sind die, die hier grün leuchten. Und da habe ich hier eine Aktie, die sich sofort in der Korrektur befindet. Das ist die Boom-Aktie. Ich klicke hier auf Boom. Und dann sehe ich, habe ich gestern Abend das Signal bekommen, ja, dass hier der Einstieg über dem Hoch wäre. Also wir handeln immer über dem Hoch. Wenn der Kurs drüber geht, dann steigen wir halt ein. Und das wären jetzt heute gewesen 4,5% für diese Reaktion im Öl. Waren die Zahlen heute ein bisschen risky, aber der Chart hat uns da ein bisschen unterstützt in dem Bereich. Wir sehen, wir haben ja extrem hohes Volumen auch in diesem Bereich, in dieser Kerze, wo mal Zahlen kamen. Und wenn ich das tief nehme, dann hat der Markt wieder dort reagiert. Ja, es geht um das Erkennen kumulativer Ansätze und Punkte. Und das wäre so einer. Ja. Und deshalb wäre diese Aktie auch gestern mit dem Signal, also heute für die Markteröffnung, für jeden da erkennbar gewesen. So, jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde mal das Marktscreening, Marktklima mit den Indizes besprochen. Jetzt schaue ich mal, ob ihr eine Frage habt. Und ihr könnt auch einfach eine Aktie reinschreiben und die schaue ich mir dann an. Ich sehe, ein, zwei Leute sind dabei, die bei mir in der Gruppe sind. Hallo, grüßt euch. Und ansonsten sehe ich ja sehr viel Neue, das finde ich halt super spannend. Die Frage ist ja immer, was habt ihr für Ansätze? Wie geht ihr vor, um letztendlich einen Wert zu finden? In der Masse Aktien zu finden, ist extrem schwierig. Und durch einen Top-Down-Ansatz kann man das halt wirklich sehr gut einschränken. Also das heißt, immer wieder ausschließen. An Handelssignalen mangelt es uns ja nicht. Also ich habe noch keinen gesehen, der gesagt hat in der Software, na, ich habe keine Signale.
Muss ja auch umsetzbar sein, letztendlich in einer Tagesstrategie für denjenigen, der berufstätig ist. Denn nicht jeder ist ja Vollzeithändler. Und es ist halt mehr entspannend für mich, wenn ich auf Tagesbasis arbeite. Dann habe ich halt, sage ich mal, signifikantere Stellen im Chart, die halt gefunden werden können. Und das ist wesentlich entspannter, dann auch mit dem Ranking durchzuführen. Ne? So. Dann zur ITM-Aktie. Okay, Moritz, schaue ich mir an. Wir legen die einfach mal hier in den US-Screener mit rein. ITM, ich hoffe, ich finde die. Ich sehe hier, ITM ist hier aufgeführt als ETF-Stock. Ich glaube, das meinst du nicht. Market Vectors. Wie soll das Ding heißen? ITM. Musst mir helfen, Moritz. Die finde ich bei mir Margina Trader nicht. Was ist das für eine Aktie? Das Symbol. Vielleicht den Namen dazu schreiben? Okay, kann mir auch mal die Apple anschauen, schreibt einmal, solange Murat mir dann reinschreibt, was er für eine Aktie meint. Die habe ich hier nicht gefunden. Schaue ich mir auch mal eine Apple an, klar. Da ist er. Ja, schon spannend, diese Apple. Ja, man sieht, ich war im Coaching, hier sind noch ein paar Zeichnungen drin. Was ist bei der Aktie interessant? Okay, ganz klar, nach dem Abverkauf. Okay, gleich, dann kann ich die Apple so lange machen. Wir haben ja noch 10 Minuten. Sieht man, die wurde stark abverkauft und interessant ist immer, wann der Markt anhält. Ja, dann sehen wir hier diese Riesenschwankung von 123 auf 110 und das ansteigende Volumen hier. So, deshalb ist diese blaue Linie da. Die zeigt mir halt an, dass hier sehr viele Stücke von Apple gegeben wurden, aber irgendeiner muss die ja auch kaufen. ITM Power, okay, schaue ich doch mal. Und zwar sind das meistens keine Kleinanleger, die das Ding dann aufnehmen, sondern andere, die halt selbst mit ihrem Volumen, ja, die müssen halt ihre Orders in diesem großen Volumen verstecken, gerne hier kaufen. So, und jetzt warte ich im Endeffekt auf Stärke. Das ist keine Stärke hier. Das ist ein Zeichen, logischerweise, also ein Einstiegssignal, also ein Hinweis. Wir kaufen nicht bei jedem grünen Pfeil blind, sondern wir haben Hintergrundwissen dazu, was wir machen wollen. Und das wäre für mich jetzt noch keine Stärke. Das wäre Stärke. Ja, dann haben wir aber auch eine Regel, die sagt, wir kaufen ja am Hoch. Der Markt eröffnet aber hier oben. Ja, und ich hoffe, ihr setzt immer Stop-Limit-Orders. Ja, es gibt bei CFDs, ist es nicht immer möglich. Bei Aktien im Markt ist es aber möglich. Stop-Limit, oh Gott. Also wenn meine Schrift im Real auch so wäre, dann müsste ich, glaube ich, nochmal die Schule besuchen. Stop-Limit, und das würde bedeuten, hier wäre der Stop-Kurs. Ja, ich steige hier ein. Bei 116 wird die Order ausgelöst, würde dann eigentlich zum Market-Order werden und ihr werdet hier ausgeführt werden. Bei 118. Ja, das ist halt nicht meine Intention, sondern ich möchte ja gerne bei der Aktie, wenn, zu einem bestimmten Level ausgeführt werden. Wenn ich sage, okay, kaufen wir Apple zu 116,40 wird er ausgelöst und 117 möchte ich halt rein, dann habe ich hier so eine Range. Und wenn der Kurs hier oben aber öffnet, dann gebe ich ja schon einen Teil von dem Potenzial, wo ich eigentlich hin will, ab, weil der Kurs bewegt sich ja dann in die falsche Richtung, nämlich nach der Öffnung nach unten. Und dann werde ich halt hier in dem Bereich wieder ausgeführt bei 117 und der Markt macht nicht das, was ich will, sondern läuft von unten nach oben, also dass er hier öffnet und dann nach oben läuft, sondern andersrum. Und so einen Trade mag ich ja nun gar nicht, sondern ich mag es, wenn der Wert in so einer Range zum Hochkurs bestimmten 0,1 ATR-Schwankung eröffnet und durchläuft. Dann ist das sauber. Und jetzt habe ich jetzt Problem, dass er im Endeffekt das wieder unterläuft. Ja. Also die Apple wäre interessant aufzunehmen, würde ich mir die anschauen, ob hier nochmal eine Reaktion kommt, wo nochmal Stärke signalisiert wird, da wo das Volumen hoch ist. Fällt die hier drunter,
Dann sehe ich bei Apple, sage ich mal, auch niedrige Kurse, weil das Bollinger Band kommt dann auch schon langsam da hoch. Und das wäre jetzt nicht so schön. Ja. Also interessantes Kursniveau, aber im Moment würde ich noch warten, bis Stärke kommt, bis halt eine entsprechende Kerze kommt, nimmt dir so einen Hammer oder so, oder so ein Fullbar in dem Bereich. Dann hat man gute Absicherung und ich würde dann auch relativ Kursniveau, wo ich realisieren würde, ist ja, weil der 20er ist schon über uns, der kommt doch langsam runter dann. Dann müsstet ihr logischerweise, wenn ihr hier unten einsteigt, mit 7-8% zufrieden sein. Der 20er fällt, das heißt, die Reaktion kann auch viel weniger sein. 6% zufrieden sein. Ja, würde ich das? Würde es sicherlich Aktien geben, wo ich in dieser Situation, ähnlichen Chartsituationen, vielleicht 10, 15, 20% machen könnte. Dann würde ich lieber die nehmen. Ja, wäre mir jetzt zu risky. Eigentlich geht Apple, denke ich mal, auch bis zu diesem Niveau zurück, 106 gerade Zahl oder sogar bis zu diesem ja, Mega-Gap bei 100, würde ich jetzt nicht für unwahrscheinlich halten, wenn der Gesamtmarkt noch nachgibt. Okay, jetzt muss ich schauen, ob ich diese Aktie finde. Du hast die WKN reingeschrieben, der AT hat da so ein anderes Logarithmus für sich. Ich habe nur so eine ISIN, aber ich versuche es mal über den Namen. ITM Power. Das ist ein Ding, was in England ist. Muss ich mal gucken, ob ich dafür Kurse habe. Das ist ganz gut. GG ist TradeGate. Dann habe ich hier Frankfurt, Berlin, Düsseldorf. Vielleicht habe ich hier Glück. Ja, habe ich. So, du hast gekauft bei 93. 93. Da oben. Okay. Das wäre dann, wenn es die richtige Aktie ist, die ich hier sehe, der Moment, wo man dann schon vorsichtiger wird. Also ich muss dich immer fragen, wenn du eine Aktie kaufst, leg dir wirklich das Bollinger Band rein. Das gibt dir einen Hinweis darauf, ob du halt eher teuer bewertet bist oder günstig. Ja, und dann, natürlich kann man nicht immer unten kaufen und oben verkaufen oder hier oben verkaufen und unten, das geht nicht. Aber einen Anhaltspunkt zu kriegen für dein Risikomodell ist einfach zu sagen, schau dir mal an, wie lange die schon läuft. Wenn eine Aktie 4, 5 Tage hier oben läuft, aus dem Bollinger Band raus, dann gibt es oft eine Reaktion. Und wenn ich am 4., 5. Tag hier oben einsteige, dann bin ich auch oft Opfer, ne? Ist mir auch schon passiert, gar kein Thema. Man hat ja auch das Problem, wenn andere sagen, guck mal hier, die Aktie, die läuft super und ich komme irgendwie gar nicht rein in den Markt. Das scheint alles so zu sein, aber nimm dir einfach die Zeit mal und warte dann die Momente ab, wo es halt spannend wird. Und der spannende Moment ist halt, wenn ich hier reinschaue, dann hatte ich doch eine dynamische Bewegung in diesem Bereich nach oben. So, wenn ich nicht reingekommen bin, dann muss ich halt eine Korrektur abwarten. Was wäre interessant, wenn sie zum 20er zurückkommt? So, jetzt kriege ich hier ein Signal bei dieser Kerze, da brauche ich gar nicht einsteigen, weil die macht ja an einem Tag von 3,84 auf, von 2,87 auf 3,84, also fast 30%. Da brauche ich hier oben ja auch nicht mehr Vogelfutter sein. Das ist schön, die Kerze ist einfach zu groß, ne? Weg. Hier habe ich eine kleinere Kerze, könnte ich versuchen, ja, kriege ich aber gar keinen Kurs darüber, also schadlos das Signal. Kommt hier runter, wird abverkauft, habe wieder eine Megakerze von 3,20 auf 2,61, die ist einfach zu groß, das Risiko ist zu groß. Ja, musst du mal gucken, dass Kerzen auch, wenn du einsteigst, wenn du die untersuchst, nicht diese Volatilität haben. Weil dann wirst du ja aufgefressen. Hier oben rein, dann fällt das Ding schon wieder. Ja. So, dann hast du halt die Sache hier, sage ich mal, versäumt in dem Fall. Hast dann nochmal die Chance, dass sie auf dieses Niveau zurückkommt. Und was ist hier interessant? Interessant ist, dass hier dieses Volumen wieder ist. Wir haben hier das erhöhte Volumen in dem Bereich und in dem Bereich. Ja, da, wo es abverkauft, ein Tief lokal und hier unten. Das ist nicht mehr ganz so hoch, das Volumen, aber in diesem Preisrange spielt sich die ganze Sache ab. Und wenn ich kaufen möchte, dann muss ich hier unten irgendwie rein. Ja, also wenn ich hier oben drüber bin, dann ist es schön, dann kann ich mir
bis ans Bollinger Band gehen, komme ich hier unten drin, baue ich hier schon wieder Stärke. Jetzt kommt hier die Stärke rein, da ein Trade wäre möglich, vielleicht Break-Even raus mit einem kleinen Verlust oder mit einem Gewinn, wenn er ein Target setzt. Ist halt strategieabhängig, ich arbeite gerne mit Targets. Und dann hättest du hier noch einen Einstiegsversuch gehabt, der wäre nicht abgeholt worden, der auch nicht. Und hier haben wir schon wieder Riesenkerzen, also auch von der Struktur her leider keine wirklich einfache zu handelnde Aktie. Ja. Ich weiß nicht, was die genau machen. Manchmal hat man ja auch so einen Investing-Hintergrund. Du wirst die nicht traden, weil dann wärst du sie schon los, denke ich mal. Rein vom Chart sieht hier echt mega aus. Habe ich noch nie gehört. Würde ich jetzt, wenn ich es vom Trading-Ansatz sehe, möchte ich eigentlich das sehen. Also wenn ich jetzt reingehen würde, möchte ich, dass sie hier rüber geht, einen Rücksetzer macht und dann wäre hier wieder dieses Niveau, ja, und sage ich mal, mein Einstieg. Hier drauf zu springen am nächsten Tag wäre jetzt nicht so meins. Ja, wenn du sie hast bei 3,90 und hast einen Investing-Hintergrund, wenn dir das Niveau hält, so wie es jetzt hier aussieht, das ist super, eine super Base. Dann könnte der Kurs logischerweise hier nochmal rankommen. Die Frage ist, wie viele Orders oder wie viele Leute verkaufen hier oben wieder, weil der Preis ja schon mal so abverkauft wurde, weil die einfach Muffensausen haben. Oder welche Großinvestoren sitzen da und drücken einfach auf den Knopf und sagen, ja, gib mal meine Order wieder ein, die wird dann wieder abgefrühstückt, weil einige wieder auf den Ausbruch hinaus sind. Musst du dann entscheiden, in dem Fall, ja, willst du die behalten, weil es ein tolles Geschäftsmodell ist? Aus Trading-Sicht ist das jetzt für mich hier jetzt nicht so mega attraktiv. Man führt die Grundvoraussetzung raus aus dem Bollinger Band wieder zurück. Aber sonst eine coole Aktie. Also wenn man die in dieser Phase bekommt, ja, raus aus dem Bollinger Band und dann hier so ein Perlentaucher 1 Setup, das macht schon Spaß, ja, mit der entsprechenden Stoppsetzung. Also achte beim Einstieg eher auf kleine Kerzen als auf diese Riesenkerzen. Könnte bedeuten, bei so einer Kerze, große Kerze, geht der Markt nur ein, zwei Tage nach oben, kommt wieder zurück. Volumen war ja nicht so hoch. Das Tief war das Volumen etwas erhöht hier, nur leicht. Da war es noch höher. Also das könnte ein Preisbereich sein, wie man sieht, der wirklich gesucht wurde. Wenn er nochmal zurückkommt, könnte man nochmal aufs Vierte spekulieren. Aber aufpassen, geht der da drunter, geht das Ding relativ schnell weiter runter, wahrscheinlich bis zum 200er. Okay, Wasserstoff machen die. Ja, das ist ja auch, wenn Elektro, sag ich mal, nicht funktioniert, Wasserstoff ist die Alternative oder eine zusätzliche Möglichkeit. Okay, dann wäre ich soweit durch. Danke, Murat, für die Aktie. Ich mache ja diese Webinare immer im Wechsel. Also das nächste Mal bin ich dann mit der Perlentaucher-Strategie im Oktober. Ja, das Jahr ist schon fast vorbei. Da bin ich im Oktober am Start und dann wechselt das wieder. Aber ich habe in der nächsten Woche nochmal oder immer noch bei FX Flat Agena Trader Helpdesk. Da geht es halt um die Agena Trader Plattform. Man sieht auch meinen Handelsplatz, aber auch die entsprechenden, sage ich mal, Fähigkeiten. Ihr könnt dann eure Fragen stellen zu der Software. Bin ich gerne für euch da. Okay, Wolfgang, ich bin durch. Bist du eingeschlafen oder bist noch da? Nein, ich hab aufmerksam zugehört. Weil. Ist ja auch mal was anderes, wie mich oder? Das mal über den. Ja, natürlich, sicher. Also Wasserstoff kannte ich gar nicht, ja. Guck dir das Ding mal an hier. Von 20 Cent. Ja. Und da kann ich schon verstehen, dass viele dann einfach irgendwann hier oben dann sagen, ja, jetzt dreht sie völlig durch die Aktie, ich muss mit dabei sein. Also das ist nichts Neues. Macht ja keinen Vorwurf, passiert. Kann man auch alles machen, aber überlegt euch wirklich, ob man dann sagt, ey, ich mache meine Schatulle auf und jag da alles rein. Ne? Also du wirst auch keine Haribo-Tüte für 8 Euro kaufen, wenn sie sonst 99 Cent kostet. Immer nochmal sagen, nee, dann bin ich halt nicht dabei. Oder wenn ich unbedingt rein muss, nehmt bitte weniger von eurer Kontogröße, sag ich mal, Positionsgröße. Wer nicht aushält so ein Trade und will hier unbedingt rein, der sagt sich halt nicht, nein, ich gebe jetzt keine 1.000 oder 2.000 Euro da rein oder Dollar, sondern ich mache 200. Ja, und da muss man gucken mit den Ordergebühren, macht das überhaupt noch Sinn? Es tut aber weniger weh, ja, wenn man sagt, oh, jetzt habe ich was verpasst, dann ist halt man noch mit ein bisschen weniger Positionsgröße dabei, anstatt man hier oben kauft und hat auf einmal gesagt, ah, ich weiß ja, es kann noch 3-4 Tage weitergehen und nichts ist. Und dann sitzt man mit 4.000, 5.000 Euro da und das sind halt nur noch die Hälfte oder so, ist nicht so schön. Also immer ein bisschen den Kopf einschalten und sagen, nee,
macht den Trade, je höher er gestiegen ist am Bollinger Band, je länger er da langläuft, so wie bei der Nasdaq auch, ein bisschen vorsichtig werden und sagen, ja, aber weniger Geld nehmen, bitte. Okay, da bin ich durch. Habe ich doch wieder eine Stunde gemacht. Ich wollte nur 45 Minuten eigentlich. Ja, wenn das Thema interessant ist, das ist ja auch. Ja, für mich ist das Alltag, also. Ja. Ja, aber das hat der Murat dich auf neue Ideen gebracht, ne? Und so. Ja, da werde ich mal sehen, das Murat. Macht das schon vielleicht keinen Sinn. Schauen wir doch mal. Weißt du, was ich mache, Murat? Ich habe hier so einen tollen Knopf. Ich lege mir die mal in die Longliste. Wenn sie rot aufleuchtet, habe ich die gleich in der Beobachtungsliste. Danke für den Tipp. Ja, okay. Vielen Dank an alle Zuhörer. Ich hoffe, Sie fanden das genauso interessant wie ich. Und ja, bis zum nächsten Webinar ist es ja nicht lange, Carsten. Nö, das stimmt. Ich bin dann, wenn du wieder dabei bist. Helpdesk interessiert mich besonders. Mhm, okay. Hinsichtlich Agena Trader kann ich mit Sicherheit einiges noch lernen. Und ja, ich wünsche allen Teilnehmern viel erfolgreiche Trades und ja, einen angenehmen Abend noch und verabschiede mich hier. Von mir auch, Wolfgang. Schönen Dank und für euch alle einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. Gerne. Ciao, ciao.